Am Wochenende kam es in Frankfurt-Oder auf einer Demo der Freigeister zu einem Aufeinandertreffen von Gegendemonstranten. Die Gegendemonstranten haben sich spontan zusammengefunden und sich auf dem Weg der Freigeister auf die Straße gelegt. Beim Aufeinandertreffen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Aus Sicht der Gegenbewegungen würden sich die Freigeister verstärkt radikalisieren. Bereits am 14. Februar sind die Freigeister durch eine Flyer-Aktion an der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in Frankfurt-Oder negativ aufgefallen. Ein Auto hat am Sonntag die Straßenlaterne in der Eisenhüttenstädter Poststraße regelrecht überfahren. Um 17.30 Uhr kam eine 84-jährige Frau aus noch ungeklärter Ursache von der gerade verlaufenden Poststraße ab und fuhr in Richtung Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Laterne davor stoppte die Fahrt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und wird auf der Intensivstation behandelt. Alkoholeinfluss konnte ausgeschlossen werden. Ob gesundheitliche Gründe eine Rolle spielten, muss jetzt geklärt werden. Zu einer temporären Vollsperrung kommt es am Donnerstag, den 2. März zwischen 9 und 12 Uhr im Tunnel der Großen Müroser Straße, da Arbeiten an der Tunnelbeleuchtung durchgeführt werden. Die Zufahrt bis zum Tunnel ist aus beiden Richtungen möglich. Eine separate Umleitung wird nicht ausgewiesen. Das Schadstoffmobil ist vom 6. bis 11.3. in Frankfurt-Oder unterwegs. Unabhängig vom Wohnort können alle Bewohner der Stadt die Standorte aufsuchen und Sachen wie Schädlingsbekämpfungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Düngemittel oder Farb- und Lackreste, flüssige Klebstoffe und Leime abgeben. Eine genaue Übersicht der Standorte finden Sie unter www.frankfurt-oder.de. Walter Plate, der ehemalige ZDF-Landarzt, freut sich auf ein Wiedersehen mit dem Frankfurter Publikum. Am 5. März um 15 Uhr gibt es die Abenteuer des braven Soldaten Schweig und Walter Plate besetzt die Titelrolle. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.